Was ist das für ein Format, der Politik-Talk, den ihr hier vorgestellt habt? Ja, der Politik-Talk, das ist ein Online-Format, das wird auf den sozialen Medien veröffentlicht. Und in dem Politik-Talk stellen sich die großen Namen der deutschen Bundespolitik den Fragen von uns, der jungen Generation. Das heißt, unsere großen Zukunftsfragen werden da thematisiert. Was sind denn die großen Zukunftsfragen der jungen Generation? Ja, da geht es vor allem um Herausforderungen, die immer noch nicht geklärt werden und die uns in Zukunft betreffen werden. Das heißt zum Beispiel der Klimawandel, die Staatsverschuldung, aber auch Fachkräftemangel oder Kinderarmut. Die werden thematisiert und da wollen wir eben Antworten von den Personen der Bundespolitik haben. Wie ist der KJB auf diese Idee gekommen, zu diesem Projekt? Also ich glaube, in der frühen Amtsperiode von uns als neu gewählten Beirat haben wir so ein bisschen gebrainstormt und überlegt, wie groß können unsere Projekte werden, und irgendwann fiel dann das Wort Berlin und wir waren alle so, wie Berlin? Und dann hat Leon, unser Vorsitzender, gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Und dass er sich ein bisschen in der Journalismusbranche schon auskennt und unsere stellvertretende Vorsitzende auch. Und dadurch ist das dann gekommen und ich glaube, da haben wir dann uns echt zusammengerauft zusammen und konnten dieses tolle, wirklich großartige Projekt auf die Beine stellen. Und sind jetzt, glaube ich, auch alle ein bisschen stolz, das hier präsentieren zu dürfen. Mit welchen Schwierigkeiten hattet ihr vor Ort zu kämpfen? Wurdet ihr zum Beispiel ernst genommen von den hohen Tieren? Doch, ich denke, größtenteils wurden wir schon ernst genommen. Ich glaube, eher die Herausforderung war, von einem Ort zum anderen zu kommen und das dann auch so zeitlich so zu schaffen und die Politiker auch mal zum Schweigen zu bringen. Aber ich glaube, das haben wir uns alle eigentlich doch irgendwann gut getraut. Was hat euch am meisten beeindruckt oder wer hat euch am meisten beeindruckt? Mich persönlich, glaube ich, haben Strack-Zimmermann und Gysi am meisten beeindruckt in ihrem Auftreten. Ansonsten hat mich auch dieser große Gebäudekomplex beeindruckt und wie man von einem Ort zum anderen geschleust werden konnte. Das war in meinen Augen sehr beeindruckend und wirklich eine coole Erfahrung. Nach welchen Kriterien wurde die Liste der zu interviewenden Personen zusammengestellt? Also uns war es vor allem wichtig, aus jeder Partei im Bundestag vertreten ist, eine Person zu haben. Und dadurch gliedert sich das im Grunde dann auch. Das heißt, uns ging es darum, immer jemanden aus jeder Partei zu haben, damit es auch möglichst flächendeckend ist und wirklich auch jede Partei abgebildet wird und auch die unterschiedlichen Lösungsansätze einfach deutlich werden. Das heißt, wir haben versucht, ungefähr immer jeweils zwei Personen aus den Parteien dabei zu haben. Wo kann man die Videos sehen? Unter Politik-Talk vom Kinder- und Jugendbeirat auf TikTok, Instagram, Reels, aber auch auf YouTube. Da werden wir zu finden sein und sonst werden wir zu einigen Schulen kommen und auch da das Projekt nochmal persönlich vorstellen. Was wollt ihr mit dem Projekt erreichen? Wir wollen vor allem politische Bildung stärken, das ist ein Anliegen, und zum anderen auch zeigen, Bundespolitik etwas näher zu bringen für junge Menschen und dass die Themen sie eben auch bewegen und dass sie sich selbst eine Meinung bilden können. Ich glaube, was wirklich das Format auch gezeigt hat, ist, dass man wirklich was erreichen kann. Wir sind hartnäckig geblieben und die Antworten bzw. die ganzen Interviews erstmal zustande zu bekommen, das war auch mit einiges an Arbeit verbunden. Und wir hätten selbst nicht daran gedacht, dass wir wirklich mit so vielen Leuten reden, die man sonst im Fernsehen sieht. Und das zeigt vor allem, engagiert euch, macht es einfach und setzt euch dafür ein und ja, wird davon profitieren. Das hat das Format gezeigt und dahinter stehen wir auch und wir freuen uns total, was wir erreicht haben und was auch viele andere zeigen wollen, das ist ein Vorzeigeprojekt.